So, nach geschätzten 2,5, 3 Stunden Arbeit bin ich jetzt wieder da, wo wir aufgehört haben, mit Düner hier am Leben. Dann machen wir einfach mal weiter. Nach Fallen suchen. Hier war eine Kiste nur in dem ganzen Raum, wenn ich mich richtig erinnere. Hier irgendwo, genau, da. Und soweit sehe ich keine Falle. Na gut. Ich höre irgendwas im Hintergrund. Ein Zischen oder so. Könnten Spinnen sein. Oh, stopp, 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 stopp. Behelmte Alm. Aber die Tür ist zu. Warum sehen wir ihn? Na gut. Düner hier ein bisschen zurück. Du mach mal die Tür auf. Und KI kann langsam wieder an, solange Imuen keine Explosionspfeile dabei hat. Gut. Ja, die habe ich ein bisschen garstig in Erinnerung. Oder war das die andere Variante? Ne, ich glaube, das ist irgendwie Kriegsschrecken oder sowas, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Aber 2000 Erfahrungspunkte. So, Heilung auf dich. Und Immun sucht man weiter nach Fallen. Ups, da ist noch einer. Jahira, warum gehst du in den Nahkampf mit deiner Steinschleuder? Weg da! Oh, ihr. Geh weg. So. Flammenstrahl. So. Also. Hatten die jetzt die 2 Hände plus 1? Nee. Nur Schmuck und den brauchen wir nicht mehr. So, eine Schmiede haben wir hier. Da ist schon mal ein Fass, eine Kiste und im Ofen ist was. Auch noch abgeschlossen? Ne. Die nehmen wir mal mit und das, dann nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und das andere vielleicht auch. Die normalen Pfeile können echt weg. Wir werden, glaube ich, nie wieder normale Pfeile benötigen. Obwohl, es gibt Gegner, die kann man nur mit normalen Waffen treffen, ne? Ja, sollten wir gleich mal wiederholen. Das zu dir, das kannst du identifizieren, ja. So, das dahin, das. Was bist du? Du bist ein Knochenschlüsselstein. Na gut. Und Pfeile plus 2 können zurück zu Imoen. Oh, sie hatte gar keine mehr. Na gut. So, da. Da runter wieder zurück. Das sieht aus, wie eine Geheimtür da sein könnte. Tür. Also. Eine Geheimtür, die man nicht anklicken kann. Also anklicken schon, aber nicht knacken. Na gut, versuch mal. Nee, nicht du. Du versuch mal aufzubrechen. Na gut, hier sollen wir wohl nicht lang. Hier war irgendwas Säurehaltiges. Hier ist die Lava. Okay. Warum kommt ihr nicht? Dahin. Immerhin vor. Ging es hier noch durch? Das sieht auch irgendwie so aus wie so ein kleiner Raum. Okay.
skurril. So, ich habe den Verdacht, dass hier eine Falle ist. Weil er sich halt anbietet, auf einer Brücke eine Falle zu machen, weil es einen kurzen, schmalen Weg drüber gibt. Aber anscheinend nicht. Geh mal dahin. Immer noch nichts. Weiter. Ah, ein langer Gang. Blitzfalle. Garantiert. Irgendwo. Obwohl sie mit 100 Fallen entdecken das eigentlich schon gefunden hätte haben müssen. Skelette sind schon mal gar nicht gut. Ah, na also. Du warst bestimmt eine Waldschrat. Na gut. Da kommt ein Waldschrat auf uns zu. Mach den mal tot. Das einzige Nervige an denen ist das Festhalten. Oh, und das Gift. Aber. Du bist schon garstiger. Eine Schwertspinne. Zwei Schwertspinnen. Und ich habe irgendwo auch das Teleportieren genau von der Phasenspinne gehört. Du machst mal Spiegelbilder. Und ihr kommt mal näher ran an die Krieger, nur für den Fall. Und alle gehen auf einen. Jetzt auf die, weil die schneller stirbt. Und dann auf dich. Und noch ein Waldschrat. Aber bisher kaum Kratzer. Schön, schön. Du heil dich mal selbst. Und was haben wir hier? Eine riesige... Was ist das? Das Holzgerüst liegt über einer tiefen Grube. Die genaue Tiefe der Grube kann man schwer schätzen. Wenn man aber einen Stein hineinwirft, hört man ihn nicht am Boden aufkommen. Okay. Hat noch jemand gerade an Herr der Ringe gedacht? Oh, was war das? Eine Astralphasenspinne? Was bist du denn für ein Ding? Also Phasenspinnen kennen wir ja, aber das da? Oder hießen die schon immer Astralphasenspinnen? Ich habe noch nicht drauf geachtet. Gift. Kein Gift. Aber die scheint zäher zu sein. 4000 Erfahrungspunkte. Schick, schick. Ach ja, apropos. Ich will mal einen Spaß erlauben und gucken, wie viel wir jetzt noch brauchen. Also für das nächste Level. Das sind jetzt noch 32.864. Mal gucken, ob wir das auch noch schaffen. Oh oh, da liegt eine Schriftrolle auf dem Boden. Ich ahne, es ist ein Ankerkrätsel. Ja, Schweinchen. Du such nach Fallen. Ich such mal nach Sachen zum Klicken. Schon mal eine Tür, ist gut. Ups. Du bist... Ach, nee, du bist eine normale Phasenspinne. Aha, also gibt es doch diese besonderen... Tja, weiter suchen. War schön, dass sie alle so peu à peu kommen. Ah, was ist das hier für ein Raum? Hier ist eine Lavabrücke, hier ist irgendein Brunnen. Hier sind alte Säulen. Na gut, schaut da nach Fallen. Eine Statue? Keine Falle? Na gut, Gerogon, spreche mit der Statue da. Fragen habe ich für euch. Nur Clan-Angehörige dürfen hier passieren. Zeigt eure Kenntnis der Geschichte. Ah, das wird wohl das sein, was der Dolak-Geist meinte am Anfang. Antwortet richtig und der Weg ist frei. Antwortet falsch und ihr bereut es. Keine zweite Chance. Nicht für richtig, nicht für falsch. Wünscht ihr jetzt zu antworten? Na gut, wir haben die Bücher alle oben gelesen. Die Namen konnte ich mir auch einigermaßen merken. Stellt eure Fragen, Golem. Wenn ihr euch als Verwandter Durlaks, Sohn des Bolhur Donnerachs zählt, werdet ihr die Familie gut kennen, die diesen Ort erbaut hat. Die Mutter der Söhne, die Vorsteherin des Clans. Wie heißt sie?
Sie heißt Islaine. Eure Antwort befriedigt. Es bleibt noch eine andere Frage. Durlak, Erbauer des Heims, Gründer des Clans, hatte einen Namen, nicht von seinem Vater, sondern aufgrund seiner Taten. Der Turm wurde aus den Reichtümern von Drachenhorten gebaut, aber seinen Beinamen erhielt Durlak durch Glück in einer Schlacht. Mit Axt und Feuer reinigte er das Land von Bestien, mit denen er gerne kämpfte, wenn die Axt allein nicht reichte. Ich frage nach dem zweiten Namen von Durlak, das wäre dann Trolltöter. Eure Antwort befriedigt, ja, so weit, so gut. Es bleibt noch eine Frage. Der Vater dieses Ortes formte den Clan, der in Zeiten des Betrugs fiel. Falsche Gesichter erhoben Anspruch auf die Zukunft und Durlak verlor seinen Clan. Dieses Schicksal teilte er mit seinem eigenen Vater, einem Wanderer, der durch die Stärke seiner Waffe lebte. Ich frage euch nach dem zweiten Namen von Bolhur. Für diese Antwort braucht ihr ganz einfach eine gehörige Portion eures gesunden Menschenverstandes. Trolltöter? Nein, das ist der Titel von Durlak gewesen. Es wird nicht der Titel von seinem Vater gewesen sein. Er heißt Durlak Donneraxt. Wenn ihr Sohn des Bolhur Donneraxt. Ja, er wird Donneraxt heißen. Eure Antwort befriedigt. Hier ist der Schlüssel, den ihr braucht. Und hier ist das Geheimnis, das ihr kennen müsst. Die Knochen werden dorthin gehen, wo es das Fleisch nicht kann. Der Schlüssel wird die Knochen gehen lassen. Oh, super Antwort für ein Rätsel. Ein Rätsel. Die Knochen werden dorthin gehen, wo das Fleisch nicht kann. Also wir haben einen Knochenschlüsselstein gefunden. Der Schlüssel wird die Knochen gehen lassen. Oh, was soll denn das jetzt? Speichern. Okay. Fernkämpfe in die Mitte. Ein Krieger südlich, ein Krieger nördlich. Und Gerugon spricht mal. Was sind das überhaupt? Steinerne Golems. Hast du noch ein Spiegelbild? Mach mal. Wow. Mit mir ging es zu Ende. Sprecht nun von meinen Schwierigkeiten, ja, um mir zu zeigen, dass ihr etwas gelernt habt. Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistete sich mein Schmerz ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Sprecht und stellt nur Beweis, dass ihr versteht. Oh, das müssen Aspekte von Durlak sein oder sein Verstand. WTF? Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistet sich mein Schmerz ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Was soll das sein? Von Norden kam er dann, von Süden, der Westen hat ihn als nächstes und nun oder im Norden. Nee, keine Ahnung. Ich werde jetzt noch keine Wahl treffen. Ihr werdet wählen, und zwar schnell. Zögern enttarnt euch als Außenstehenden. Vom Osten kam er, dann Westen, Süden, Norden. Die Antwort ist falsch. Ihr müsst besser aufpassen. Noch einmal von vorn. Autsch. Ich habe keine Ahnung, was sie mit den Himmelsrichtungen meinen. Okay. Hier ist eine Kompassrose. Aber keinerlei andere Hinweise. Heil dich nochmal. Und jetzt gehen alle von Gerugon weg. Also wir hatten eben genommen das hier. Ihr kriegt sehr viele Feuerbälle ab. Okay, wir benutzen mal kurz noch einen Trank. Und ihr sollt weggehen. Und wir fangen von oben an. Antwort ist falsch. Aua. Ja, das zweite. Antwort ist falsch. Aua.